Hallo liebe Abonnenten, liebe Neueinschalter, liebe Zuschauer, was auch immer, wer sich jetzt dieses Video anguckt. Ich hatte vor, schon seit längerem ein Video über ein rechtliches Thema zu machen, wo ich denke, da gibt es einigen Aufklärungsbedarf. Hab die ganzen letzten, ja das letzte halbe Jahr und vor allen Dingen letzten beiden Tage das fertiggestellt, ein bisschen was ausgearbeitet. Sind hier so 6 Seiten voll geworden. Ich habe das versucht, ein bisschen kompakt zu halten und wirklich nur das Wichtigste mit reinzunehmen. Und da schon recht relativ spät ist, wir haben es jetzt hier 4.02 Uhr, werde ich mir den einen oder anderen Versprecher sicherlich verzeihen. Ich denke, dass ich 60, 70, 80% des Inhaltes in meinem Kopf habe, aber zu so später Stunde. Und so gut ausformuliert, wie man das eben machen kann, wenn man das eben sich hinschreibt und Zeit dafür hat, werde ich es nicht hinbekommen. Deswegen werde ich den größten Teil einfach ablesen. So, fangen wir einfach mal an. Ich nehme einen Schluck Kaffee, irgendwie habe ich einen Frosch im Hals. Mal kicken, wie das wird. Und zwar geht es um dieses in diesem Video um die beiden Begriffe Garantie und Gewährleistung. Immer wieder stelle ich fest, dass ein Großteil der Menschen nicht den Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung kennt und diese Rechtsbegriffe durcheinander wirft. Dabei sind das zwei völlig unabhängige Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Um eure Rechte als Kunde, Verbraucher und Konsument zu stärken, hatte ich schon lange mal vor, den Erklärbären zu spielen. Und möchte es mit diesem Video nun auch endlich tun. Oft gehörte oder gelesene Sätze bei Unzufriedenheit des Kunden mit der Ware sind: Ich möchte das zurückgeben und mein Geld zurückhaben, das ist mein Recht. Oder ich möchte das defekte Gerät umtauschen und die Garantie in Anspruch nehmen. Oder ich will mein Geld zurück, ich bin nicht zufrieden mit der Ware. Oder ich möchte mein Geld zurück, ich habe es mir anders überlegt. Oder als Argument bei jeglicher Reklamation, ich habe doch Garantie. Solche und ähnliche Sätze habe ich in meinen 11 Jahren der Selbstständigkeit als Händler und in den Jahren davor, als ich auch als Verkäufer tätig war, oft gehört. Nicht selten ist dabei die Wut oder der Unmut des Kunden zu spüren und oft bekommt man als Händler oder Verkäufer die Generalschuld, wenn der Kunde nicht mit dem Produkt zufrieden ist. Das aber ist ein anderes Thema und ich möchte mich nur auf den rechtlichen Sachverhalt beziehen und den Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung erklären, die jeder Händler und Kunde kennen sollte, um auf Kundenforderungen richtig reagieren zu können bzw. als Kunde seine Rechte besser durchsetzen zu können. Welche Unterschiede zwischen Garantie und Gewährleistung bestehen und welche Pflichten für Händler und Rechte für Käufer daraus entstehen, soll dieser Videobeitrag klären. Erst einmal für den Gebrauchgüterkauf ist entscheidend, wo Sie etwas kaufen, bei wem und ob Sie als Privatperson, der Einfachheit halber in diesem Video als Kunde bezeichnet, diesen Kaufvertrag eingehen oder ob Sie den Kauf in Form einer geschäftlichen Tätigkeit als Unternehmer tätigen. Es gibt 3 mögliche Varianten beim Gebrauchgüterkauf: Kauf und Verkauf von Privat an Privat. Hier kommt das BGB, also das bürgerliche Gesetzbuch, zur Anwendung. Verkauf von Händler an Privat, auch hier gilt das bürgerliche Gesetzbuch. Verkauf und Kauf von Unternehmer an Unternehmer bzw. Kaufvertrag zwischen Geschäftsleuten, hier gilt oft das HGB, also das Handelsgesetzbuch, und in Teilen das BGB. Warum hier das HGB und das BGB? Nun, nicht jeder Kauf eines Unternehmers ist gleich ein Kauf in Ausübung einer unternehmerischen Tätigkeit. Bestellt ein Unternehmer bei einer Firma zum Beispiel eine Maschine und gibt sich klar dem anderen gegenüber auch als Unternehmer zu erkennen, wird das HGB Anwendung finden. Kauft er aber zum Beispiel in der Mittagspause eine Currywurst und dieser Kauf ist nicht Teil einer unternehmerischen Tätigkeit, wird hier das BGB Anwendung finden. Es kann auch nur das BGB Anwendung finden, wenn der Geschäftsmann einen Kauf in Ausübung einer unternehmerischen Tätigkeit durchführt und sich dem gegenüber als Privatperson ausgibt.
Kommt es dann jedoch zu einem Gerichtsstreit und es wird klar, dass beide Parteien Unternehmer sind, dann wird jedoch das HGB wiederum Anwendung finden. Nochmal zusammenfassend: Kauf und Verkauf von Privat an Privat gilt das bürgerliche Gesetzbuch, das BGB. Verkauf von nicht privat, zum Beispiel Händler, gilt auch das BGB. Kauf und Verkauf zwischen Unternehmern gilt grundsätzlich das HGB, aber auch das BGB kann ja Anwendung finden. Wichtig ist, diese einfache Regel zu wissen, damit man im Falle des Falles weiß, welches Gesetz überhaupt zur Anwendung kommt und für den Fall zuständig ist. Ja, die meisten werden von euch Privatkunden sein, also egal, wo ihr kauft, von privat zu privat kauft oder verkauft oder ob ihr in einem Geschäft bei einem Händler, im Onlineshop, wie auch immer, für euch gilt grundsätzlich immer das bürgerliche Gesetzbuch. Ich wollte noch kurz zum Anfang sagen, ihr seht hier unten, so ab hier ist das teilweise überblendet. Das liegt einfach daran, dass ich hier eine Leselampe anhabe, die gar nicht so hell ist, aber die Webcam kommt damit nicht klar. Wenn ich das jetzt hier abblende, dann ist das normal und dadurch, dass ich das Papier halt drunter habe, wird das Licht noch mal ein bisschen auf mein Shirt reflektiert. Aber ich denke mal, damit könnt ihr leben, dass es ein bisschen überblendet ist, aber ich brauche halt das Licht, ne? So, wo waren wir jetzt? Jetzt klären wir erstmal den Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie und gehen dann anschließend auf verschiedene Konstellationen ein und dann auch näher ins Detail. Die Gewährleistung beim Gebrauchtgüterkauf beträgt in Deutschland 24 Monate ab Kaufdatum. Bei 4:02, ich schneide das auch nicht raus. Bei Gebrauchtwaren kann die Gewährleistung durch den Händler auf 12 Monate reduziert werden. Die Gewährleistung kann generell weder schriftlich noch mündlich zwischen den Vertragsparteien ausgeschlossen werden. 24 Monate hört sich erstmal gut an, aber es gibt mehrere Haken. Der größte ist die sogenannte Beweislastumkehr, die schon nach 6 Monaten in Kraft tritt. Das bedeutet, dass ihr als Kunde gegenüber dem Verkäufer nach Ablauf dieser 6 Monate beweisen müsst, dass der Mangel entweder schon beim Kauf vorgelegen oder schon versteckt angelegt war. Das zu beweisen bedarf in der Regel einen Fachgutachter, der nicht wenig Geld kostet, und dieses Geld muss der Käufer erstmal in die Hand nehmen. Zum Glück ist der Einzelhandel in Deutschland sehr kulant seinen Kunden gegenüber und nur sehr selten wird man wirklich die Be Und nur sehr selten wird wirklich die Beweislastumkehr angewendet, beziehungsweise vom Verkäufer nach 6 Monaten vom Kunden gefordert. Was bedeutet nun, dass ich als Kunde gegenüber dem Händler bzw. Verkäufer 24 Monate oder 12 Monate Gewährleistung habe? Der Händler oder Verkäufer muss gewährleisten, dass die gekaufte Sache frei von Mängeln innerhalb der 24 Monate bzw. 12 Monate bei reduzierter Gewährleistung beim Verkauf von Gebrauchtwaren sein muss. Tritt in dieser Zeit ein Mangel auf, der nicht auf das Verschulden des Käufers zurückzuführen ist, dann ist die erste Anlaufstelle der Verkäufer oder der Händler. Jetzt ist mir gerade mein Blatt Papier abgefallen, weil ich die Lampe ein bisschen unten gedimmt habe. Drauf geschissen, machen wir es noch heller. Die Folgen des Sachmangels ergeben sich für das Kaufrecht aus § 437 BGB. Bei Mangelhaftigkeit der Sache stehen dem Käufer die folgenden gesetzlichen Rechte zu: Anspruch auf Nacherfüllung, § 439 BGB, Rücktrittsrecht, § 440, 323, 326 Absatz 5 BGB, Minderung, § 441 BGB und Anspruch auf Schadenersatz. Das wird in der § 437 und § 3 des bürgerlichen Gesetzbuch und die dort genannten Vorschriften. Auf die Punkte werde ich jetzt alle eingehen, auf den Anspruch auf Schadensersatz nicht, weil der wird nur in den allerseltensten Konstellationen erreicht werden und wenn, wird das übers Gericht laufen. Ein Beispiel könnte zum Beispiel sein, wenn der Verkäufer grob vorsätzlich einen Mangel an der Kaufsache verschweigt, der euch nicht aufgefallen ist, an der Kaufsache vielleicht manipuliert hat, zum Beispiel ein fehlerhaftes Elektrokabel oder irgendwelche Geschichten euch entsteht durch diese Manipulation, durch dieses arglistige Verschweigen des Mangels ein körperlicher oder finanzieller Schaden. Das wäre dann die Möglichkeit, wo dann halt ein Anspruch auf Schadensersatz möglich ist. Der muss
Ich gehe davon aus, in 100% aller Fälle bei Gericht eingeklagt werden. Da wird kein Händler freiwillig, egal wie offenbar die ganze Geschichte ist, diese Geschichte zugeben. Aber das wird auch so selten oder quasi nie eintreten. Aber das Gesetz schreibt auch für den Fall der Fälle vor, was der Käufer für ein Recht hat. In diesem Fall halt der Anspruch auf Schadensersatz. Und deswegen wollte ich das der Vollständigkeit halt mit erwähnen, obwohl ich da jetzt nur halt am Rande nochmal drauf eingegangen bin. So, die Nacherfüllung ist dabei das vorrangige Recht. Sie ist zum einen durch die Lieferung einer neuen Sache, also der Austausch, oder durch die Besältigung des Mangels, zum Beispiel Nachbesserung, möglich. So, und jetzt kommt was. Ach, diese Scheißlampe, die nervt. Jetzt kommt was, was euch ein Verkäufer wahrscheinlich überhaupt nicht erzählen wird. Ich zünde mir jetzt mal kurz eine Kippe an. Nicht die beste Zeit, um Video zu machen, aber ich habe echt so viel im Moment zu tun, wenn ich euch meinen Stapel mit Schreibkram zeige. Und ich habe das schon so lange vorher gehabt, das Video zu machen. Wenn ich heute nicht mache, dann dauert das wieder Monate. So, schöne Kippe anschlucken, schönen Schluck Kaffee. Und dann lernt sie Schuld. Also nochmal kurz zusammengefasst, wenn Mangel an der Kaufsache ist, müsst ihr sozusagen, nicht sozusagen, müsst ihr zum Händler gehen und habt dann die verschiedenen Rechte. Und jetzt kommt das, was ich euch sagen will. Wird euch kein Händler und kein Verkäufer sagen, weil es ist natürlich unangenehm für ihn. Und zwar, ihr habt das Recht zu bestimmen. Nicht der Verkäufer hat das Recht, den Ablauf der Rechte zu bestimmen, sondern ihr, ne? Also nochmals, ihr habt das Recht auf Umtausch. Also die Ware muss umgetauscht werden gegen das gleiche Produkt oder gegen ein höherwertiges, wenn der Verkäufer den Umtausch anders nicht realisieren kann. Da ist natürlich ein bisschen Handel, ein bisschen Diplomatie, ein bisschen Fingerspitzengefühl beider Parteien notwendig. Sonst kommt man in der Regel zu keinem Erfolg oder beißt auf Granit oder man trifft sich vor Gericht wieder. Also da aufzutauchen und mit der Faust auf den Tisch zu kloppen und sagen, hier ist der Dreck, gib mir meine Kohle wieder, wird in den seltensten Fällen von Erfolg gekrönt sein. Immer daran denken, dass der Käufer in der Regel nicht die Schuld trifft, wenn ein Produkt nicht funktioniert, fehlerbehaftet ist. Man steckt halt nicht drinne. Also, in der Regel ist das so, wenn ihr hingeht und das Ding ist kaputt, dann sagt der in der Regel der Verkäufer oft als erstes: Ja, müssen Sie mal an den Hersteller wenden, Sie haben noch Garantie. Das ist natürlich ein Abwimmelversuch, ne? Ich weiß, dass viele Kunden sich damit abgeben, weil sie es einfach nicht besser wissen, ne? Entweder gehen sie dann frustriert nach Hause mit dem Teil oder versuchen dann wirklich über den Hersteller die Garantie in Anspruch nehmen. Für die sich halt ein bisschen besser auskennen, die können halt eben argumentieren, ja, ich habe Garantie, das weiß ich, aber ich habe das Gewährleistungsrecht. Das ist für mich vorrangig, das möchte ich hier gerne in Anspruch nehmen. Und jetzt sind Sie an der Reihe. Man sollte natürlich nicht dem Verkäufer rein aus diplomatischen Zwecken jetzt alles runterrattern. Und ich glaube, kein Verkäufer wird sich da gerne belehren lassen, aber eben wissen, wie die Rechtsabfolge ist und zu wissen, was man für Rechte und der Verkäufer Pflichten hat, hilft ungemein, ne? Also, ihr habt das Recht, die Ware umzutauschen und habt das Recht auf eine Reparatur. Ob ihr den Umtausch bevorzugt oder die Reparatur bevorzugt, das ist euch ganz allein überlassen. Der Verkäufer hat nicht das Recht zu sagen, nein, wir tauschen nicht um, wir probieren erstmal die Reparatur. Ist nicht. Ihr habt das Recht zu bestimmen. Es kann natürlich sein, dass die Ware nicht mehr am Markt ist oder generell schon aus den Verkaufsregalen verschwunden ist. Nach einem, anderthalb Jahren, gerade bei technischen Produkten, ist es keine Seltenheit. Müsst ihr dem Verkäufer natürlich eine angemessene Frist setzen. In der Regel sind das 1 bis 2 Wochen für einen Umtausch. Ob er das noch irgendwo organisieren kann oder vielleicht ein alternatives Gerät mit den gleichen Funktionen oder wenn er sehr kulant ist und euch als Kunden halten will, bietet er euch vielleicht so ein höherwertiges an, um die Sache vom Tisch zu bekommen. Wie gesagt, bleibt ein bisschen eurem Verhandlungsgeschick überlassen. Ansonsten habt ihr das Recht auf Umtausch und auf Nachbesserung. Nachbesserung heißt Reparatur
Und zwar müsst ihr euch zweimal einen Reparaturversuch gefallen lassen, wenn ihr der Reparatur zustimmt. Das heißt, sie kann beim ersten Mal fehlschlagen, dann hat der Verkäufer das Recht, noch ein zweites Mal nachzubessern. Also zwei Versuche hat der Verkäufer sozusagen. In der Regel wird das ja an einen großen Distributor zurückgeschickt oder an eine Service-Reparaturwerkstatt. Schlägt der Umtausch fehl, aus welchen Gründen auch immer, und schlägt die Reparatur auch fehl, dann gibt es weitere Rechte für euch als Kunden. Immer da lenken, das sind eure Rechte. Ja, und zwar habt ihr das Recht auf Minderung oder Wandlung. Ne? Minderung bedeutet, ihr habt das Recht, mit dem Verkäufer auszuhandeln, wenn der mit einverstanden ist, den Kaufpreis zu mindern. Das heißt, ihr bekommt einen Teil des Geldes zurückerstattet. Siehst du, jetzt lese ich das doch nicht ab, jetzt mache ich das doch stehgreif, aber ich muss gleich nochmal auf Papier gucken, sonst finde ich den Anschluss nicht. Ich laber sowieso dann viel mehr, als wenn ich das vorlesen wollte. So, jetzt natürlich die Tute aus, das kennen wir ja schon von mir. Merkt man ihr Windspiel draus, derjenige, der rät, wie oft ich mir dieses Ding anmachen muss im Laufe des Videos, der hier Wind wird. Also schlägt der Umtausch und die Nachbesserung, also die Reparatur, fehl, habt ihr das Recht auf Minderung und Wanderung. Minderung heißt Kaufpreis, ein Teil des Kaufpreises wird zurückerstattet. Wie hoch die Rückerstattung ist, liegt in eurem Verhandlungsgeschick und kommt natürlich auf die Art und Weise des Mangels an, wie weit das Produkt noch benutzbar ist und so weiter und so fort. Schlägt auch diese Einigung fehl, habt ihr das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Das ist die sogenannte Wandlung des Kaufvertrages. Das heißt, es wird vollständig rückabgewickelt. Ihr müsst die Ware mit allem Zubehör und so weiter zurückgeben und erhaltet den vollen Kaufbetrag zurückerstattet. Die Rechte habt ihr, ne? Also wie gesagt, es gibt zwei Konstellationen bei meinem Mangel. Das erste ist entweder Umtausch oder Reparatur. Die beiden Sachen könnt ihr euch aussuchen, was von euch beiden genehm ist. In der Regel wird man den Umtausch bevorzugen, wenn der Händler die Ware noch im Regal hat, ist die schnellste und einfachste Lösung. Ansonsten die Reparatur kommt in Frage. Zwei Reparaturversuche müsst ihr über euch ergehen lassen. Schlägt sowohl der als auch der Umtausch. Dann könnt ihr euch wieder aussuchen von den beiden Geschichten, ob ihr vom Kaufvertrag zurücktreten wollt. Heißt Ware zurück und ihr bekommt das Geld zurück. Oder ob ihr die Minderung des Kaufpreises, also ob ihr mit dem Händler einen Deal aushandelt, dass er euch einen Teil des Kaufpreises zurückerstattet. Ja, das sind eure Rechte. Und das sind Rechte, die sich nicht der Käufer aussuchen kann, wie es ihm passt, sondern das sind eure Rechte. Ihr bestimmt, wie der Ablauf ist. Ne? Also erstmal der erste Schritt ist Umtausch. Danach kommt die Nachbesserung, schlägt beides fehl, dann Minderung des Kaufpreises oder der ganze Kaufvertrag wird rückgängig gemacht. Lasst euch dann nicht ins Boxhorn jagen, von wegen hier geht mal zum Hersteller wegen Garantie. Die Garantie hat überhaupt nichts mit der gesetzlichen Gewährleistung zu tun. Es kann natürlich sein, dass ich einen Teil davon nochmal vorlese, was ich gerade eben erzählt habe, aber schadet ja nicht drum, dann sitzt das Wissen richtig fest. Gut, also die Nacherfüllung ist dabei das vorrangige Recht. Sie ist zum einen durch die Lieferung einer neuen Sache, Austausch oder durch die Beseitigung des Mangels, zum Beispiel Nachbesserung, also Reparatur, wichtig. Welche Art der Nacherfüllung zu erbringen ist, bestimmt grundsätzlich der Käufer und nicht der Verkäufer. Eine vertragliche Verlagerung des Wahlrechts ist prinzipiell denkbar, beim Kauf von Brauchgütern aber nicht möglich. Das betrifft dann eher, wenn Händler untereinander einen Deal machen, dann kann man in den AGBs oder im Kaufvertrag bestimmte Sachen ausschließen. Das funktioniert unter Händlern. Man kann auch sämtliche Gewährleistungsgarantieansprüche ausschließen. Das gibt es ganz oft bei Händlern, das kenne ich auch. Dadurch hat man natürlich bessere Einkaufskonditionen, hat aber im Falle des Falles eine Reklamation oder eine Garantie. Da muss man das aus eigener Tasche bezahlen. Ne? Das nur mal so am Rande erwähnt. Käfusch Nummer 3. So, hatte ich ja schon gesagt. In der Regel wird man euch oft auf eine bestehende Garantie des Herstellers hinweisen und euch dahingehend versuchen zu bewegen, dass ihr diese in Anspruch nimmt. Das ist die leichteste und bequemste Art für den Händler oder Verkäufer. Aber die Herstellergarantie berühren eure Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer in keiner Weise. Die Herstellergarantie läuft quasi parallel nebenher. Zur Garantie kommen wir gleich, nachdem ich hier die Gewährleistung zu Ende behandelt habe.
Ihr habt also nach dem Kauf einen Mangel entdeckt oder die Ware weist innerhalb der Gewährleistungszeit einen Defekt oder Mangel auf, dann habt ihr das Recht zu entscheiden, ob ihr den Umtausch der Ware gegen gleiches Produkt wollt oder ob ihr einer Reparatur zustimmt. Für die Nacherfüllung, also ob Umtausch oder Reparatur, müsst ihr doch dem Verkäufer eine angemessene Frist einräumen. Ein Recht auf sofortigen Umtausch gibt es nicht. Wie soll das auch gehen, wenn zum Beispiel der Verkäufer die Ware nach 12 Monaten gar nicht mehr im Angebot hat und diese erst besorgen muss? Als angemessene Frist gelten 1 bis 2 Wochen. Der Verkäufer oder Händler kann auch ein hochwertiges Produkt als Ersatz anbieten. Ihr müsst das als Kunde aber nicht akzeptieren. In der Regel wird es man in Anspruch nehmen, wenn man ja auch schön doof, ne? Sollte der Umtausch oder die Nachbesserung fehlschlagen, ergeben sich weitere Rechte für den Privatkunden. Er hat nun das Recht auf Minderung oder Wandlung des Kaufvertrages. Minderung bedeutet, dass euch der Verkäufer einen Preisnachlass gewährt, also euch einen Teil des Kaufpreises zurückerstattet. Die Wandlung bedeutet, dass der Kaufvertrag rückwirkend abgewickelt wird und ihr gebt die Ware zurück und erhaltet den vollen Kaufpreis zurückerstattet. Ein Abzug oder irgendwelche Gebühren, Nutzungsgebühren, sind hier nicht statthaft, wenn eine Wandlung stattfindet. Und wenn es nach 23 Monaten und 28 Tagen ist und ihr sozusagen 2 Jahre das Produkt schön benutzen konntet, hat der Verkäufer, naja, ich sag mal, aus Verkäufersicht ist es scheiße, für Kunden ist es natürlich gut, habt ihr trotzdem das Recht, auf Heller und Pfennig den kompletten Kaufvertrag zurückzubekommen. Kann man sehen, wie man will, ja. Ist eine Einigung mit dem Verkäufer erzielt, erlischt jedoch die Garantie des Herstellers. Das ist ganz wichtig, ne? Ihr könnt also nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Ihr müsst euch im Vorfeld erstmal entscheiden für das eine oder andere. Beides parallel funktioniert in der Regel nicht. Also ist eine Einigung mit dem Verkäufer erzielt, erlischt die Garantie des Herstellers. Ihr könnt also keinen Deal mit dem Verkäufer aushandeln und später noch einmal die Herstellergarantie in Anspruch nehmen. Es kann durchaus sein, dass ihr damit Erfolg habt, aber das wäre Betrug gegenüber dem Hersteller, denn eure Ansprüche aus dem Mangel wurden ja schon durch eure Einigung mit dem Händler befriedigt. Das ist einfach nur die rechtliche Situation. Nur noch mal kurz zur Erläuterung, was ein Sach- und was ein Rechtsmangel ist. Es kann ja am Kaufgegenstand ein Sachmangel sein und ein Rechtsmangel. In der Regel sprechen wir über einen Sachmangel, das ist so die häufigste Form. Es kann aber durchaus auch ein Rechtsmangel sein. Will ich mal kurz darauf nochmal eingehen, was ein Sach- und ein Rechtsmangel ist. Ein Sachmangel ist ein Mangel, der in der Sache nach an dem Verkaufsgegenstand vorhanden ist. Ein Rechtsmangel kann sein, wenn der verkaufte Gegenstand zum Beispiel nicht frei von Eigentumsrechten Dritter ist. Klassischer Fall ist hier der Verkauf von gestohlenem Eigentum oder der Verkauf von Ware, die vom Verkäufer noch nicht bezahlt worden ist und er dadurch noch ein Eigentumsvorbehalt seitens seines Händlers besteht. Weiß sogar der Verkäufer davon, kann er sich der Hehlerei strafbar machen. Weiß auch der Käufer davon, dann kann auch er sich der Hehlerei strafbar machen. Also bei guten Angeboten, wo euch unter vorgehaltener Hand erzählt wird, dass die Ware auf dem LKW gefallen ist, solltet ihr ganz vorsichtig sein, sonst kann das arg in die Hose gehen. Kommen wir nun zur Garantie. Die Garantie oder auch genauer die Herstellergarantie wird in der Regel nur vom Produzenten, vom Hersteller oder in seltenen Fällen vom Großhändler gegeben. Sie berührt und tangiert das Gewährleistungsrecht in keinster Weise. Eine Garantie ist ein freiwilliges Versprechen des Herstellers an seine Endkunden. Die Garantiebedingungen kann jeder Hersteller selber definieren. Aber im Prinzip versprechen sie über einen festgelegten Zeitraum von 2, 3 oder auch 5 Jahren die ordnungsgemäße und bestimmungsgemäße Funktion und Nutzung der gekauften Sache. Es gibt auch Hersteller, die nur 1 Jahr Garantie geben oder auf bestimmte Teile eines Kaufgegenstandes sogar nur 6 Monate. Typisches Beispiel sind hier die Akkus bei Notebooks oder Laptops. Diese werden oft auch als Verbrauchs- oder Verschleißmaterial deklariert und können sogar von der Garantie ausgenommen werden. In diesem Fall kann dann für den Kunden das Gewährleistungsrecht greifen. Da die Garantie ein freiwilliges Versprechen des Herstellers ist, darf dieser auch gemäß den gültigen Gesetzen seine Garantiebedingungen formulieren. Wenn ich jetzt nur kurz als Erläuterung, na klar, man muss sich im Rahmen der landestypischen Gesetze halten, man darf keinen benachteiligen, aber ich werde es mal jetzt ganz grob dumm formulieren. Ich könnte zum Beispiel in meinen Garantiebedingungen reinschreiben, dass die Garantie nur dann zutrifft, bei Vollmond zwischen 23 und 24 Uhr an jeden zweiten Sternmond, Sonnenkalender, ja.
Also ich kann da quasi reinschreiben, was ich will. Es gibt da keine gesetzlichen Vorschriften. Ich als Hersteller, weil ich das ja freiwillig mache, es gibt keinen gesetzlichen Rahmen, der einen Hersteller zwingt, eine Garantie auszusprechen. Gibt sogar Hersteller, die geben gar keine Garantie. Oder nur ein paar Tage und nur ein paar Monate. Gerade wir Dampfer kennen das ja im Bereich der Akkuträger, ne? Da sind teilweise nur ein, zwei Wochen Garantie. Denk dran. Gewährleistungsrecht ist davon nicht. Also scheiß was, wenn da irgendein Hersteller nur ein, zwei Wochen Garantie auf die Dampfe gibt. Ihr habt gerade, wenn ihr die Dampfe neu gekauft habt, den Akkuträger, ihr habt 2 Jahre Gewährleistung. Könnt ihr also euch richtig ruhig zurücklehnen und auf die Garantie, ich sag's mal, zu gut Deutsch scheißen. Ja, die Garantiebedingungen können natürlich, wie schon gesagt, selber vom Hersteller formuliert und verklauselt werden. Deswegen ist es wichtig, gerade umso teurer und hochwertiger die Ware ist, sich die Garantiebedingungen, das Kleingedruckte, genau durchzulesen, wann die zutreffen, in welchem Fall, wo die Garantie einzufordern ist. Kann durchaus sein, dass man, ich habe es ein paar Mal erlebt, dass man die Sachen durch die halbe Welt schicken muss. Ja, könnt ihr natürlich auch im Vorfeld auf der Webseite des Herstellers euch die Garantiebedingungen anschauen. Ich denke mal, ist nicht unwichtig. In der Regel läuft es aber daraus hinaus, dass der Hersteller die Sache repariert oder einen Austausch vornimmt. Wenn ihr die Garantie eines Herstellers in Anspruch nehmen wollt, dann braucht ihr den Kaufbeleg und oder die Rechnung und ihr müsst innerhalb der Garantiezeit sein. In der Regel finden sich weitere Informationen zum Umfang der Garantie und zur Inanspruchnahme, zum Beispiel bei technischen Geräten, mit in der Verkaufsverpackung oder ihr findet sie auf der Webseite des Herstellers. Es gibt aber im Einzelhandel gegenüber den Kunden noch weitere Garantien. Die Sparzigarette. So haben wir zum Beispiel die Preisgarantie. Rücknahme oder Preisangleichung, wenn die Konkurrenz billiger ist. Wir haben die Zufriedenheitsgarantie. Befristetes Rückgaberecht bei Unzufriedenheit mit dem Produkt. Dann haben wir eine 3-Jahre-Garantie für Punkt, Punkt, Punkt. Garantieumfang wird meist konkret genannt. Dann gibt es eine Reparaturgarantie, eine Haltbarkeitsgarantie, eine Vor-Ort-Garantie. Verkäufer und Hersteller repariert vor Ort beim Käufer. Die Bring-In-Garantie. Käufer muss Ware zur Reparatur zum Verkäufer bringen. Die Umtauschgarantie. Käufer kann Ware gegen Erstattung des Kaufpreises innerhalb eines definierten Zeitraums zurückgeben und so weiter und so fort. Das sind in der Regel sind solche Garantien Marketingmaßnahmen der Verkäufer, die selbst innerhalb des rechtlichen Rahmens definiert werden können. Solltet ihr im Vorfeld solche Garantien in Anspruch nehmen, dann empfiehlt es sich wirklich, das Kleingedruckte zu lesen. Denn meistens entpuppen sich solche Verkaufsgarantien in der Regel ja als teurer Spaß, dass man noch zuzahlen muss über irgendwelche drei Hintertürchen oder letztendlich als Luftnummer. In der Regel ist es oft nur Marketing und Werbung und viel heiße Luft. Kommen wir nun zum Rückgabe- oder Umtauschrecht. Die ist ja noch an. Was ich wirklich sehr, sehr viel erlebt habe, dass die Leute nach einem Tag, nach einer Stunde, nach 3 Wochen, nach einem Monat zurückgekommen sind, die Ware auf den Tisch gepackt haben und sagen, ich möchte sie zurückgeben, ich will mein Geld zurück, ich habe ein Umtauschrecht. Viele von euch werden draußen jetzt bestimmt sagen, ja, ist auch richtig, ich habe dieses Umtauschrecht. Gehen wir mal einfach darauf ein, was der Gesetzgeber da vorlegt. Also kommen wir nun zum Rückgabe- oder Umtauschrecht. Grundsätzlich gilt, es gibt kein Recht in Deutschland auf die Rückgabe einer gekauften Ware bei Nichtgefallen oder anderen Gründen. Es sei denn, es greift bei einem Mangel das Gewährleistungsrecht. Oft musste ich als lokaler Verkäufer von dem Kunden hören, dass sie ein Recht auf Rückgabe erhalten hätten. Wie gesagt, nochmals, es gibt kein Rückgaberecht. Wenn alle Vertragsparteien ihre Pflichten aus dem Kaufvertrag erfüllt haben, also einfach gesagt Ware gegen Geld, dann besteht kein Rechtsanspruch auf das Rückgängigmachen des Kaufvertrages. Aber wie immer gibt es natürlich, mir bekannt, sind 3 Ausnahmen. Es kann sein, dass es noch weitere gibt, aber das sind so seltene Konstellationen,
dass die mir jetzt nicht einfallen und auf die ich jetzt dann auch gar nicht weiter eingehen kann. Aber auf die drei häufigsten, oder eigentlich sind zwei häufig und eine seltene, möchte ich auf jeden Fall eingehen. Also, Nummer 1, der Kaufvertrag wurde mit einem Minderjährigen abgeschlossen und der Wert der Ware geht über das hinaus, was einem Minderjährigen typischerweise in seinem Alter als Taschengeld zusteht. Und die Erziehungsberechtigten stimmen diesem Kaufvertrag im Nachhinein nicht zu. Dann muss der Verkäufer den Kaufvertrag rückgängig machen. Einem 14-Jährigen ein Konsolenspiel oder eine DVD zu verkaufen, wird noch im Rahmen dessen liegen, was von einem typischen Taschengeld gedeckt werden kann. Eine neue teure Spielkonsole oder ein größeres TV-Gerät oder ein neuer Gaming-PC sicher nicht. In einem solchen Fall muss der Verkäufer damit rechnen, dass in Kürze die Erziehungsberechtigten auf der Matte stehen und nachträglich den Kaufvertrag nicht zustimmen und er dann ungültig wird, das heißt rückabgewickelt werden muss. Der sicher selten auftretende Fall wäre jetzt Punkt 2, wenn ein Mensch nicht mehr geschäftsfähig ist und einen gesetzlich bestellten Vormund hat. Dann können die gleichen Probleme und Konsequenzen entstehen wie der Verkauf von teurer Ware an Minderjährige. Könnt ihr jetzt die ganzen Konsequenzen nochmal sagen? Wie gesagt, ist quasi rückgängig machen. Deswegen habe ich darauf verzichtet, weil das haben wir ja noch im Ohr. Dann haben wir natürlich den dritten Fall, wo es ein Rückgaberecht gibt. Und das ist der Kauf nach dem Fernabsatzgesetz oder einfach gesagt, der Kauf bei einem Online-Händler. Ich hab's gewusst. Hier muss der Verkäufer dem Verbraucher ein 14-tägiges Widerrufsrecht einräumen. Der Beginn der 14 Tage Frist beginnt durch die Kenntnisnahme der Widerrufsrechtsbelehrung vom Kunden. Und da bleibt die in schriftlicher Form, auch weil man die nicht deutlich sichtbar in seinem Angebot drin hat, die Widerrufsbelehrung, kann es durchaus sein, dass die Frist überhaupt nicht zu laufen begeht und dass man nach 2, 3 Jahren noch von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen kann. Rein rechtlich gibt es die Konstellation, wenn die Widerrufsbelehrung nicht beim Kunden angekommen ist, ihm nicht übermittelt worden ist und er glaubhaft versichern kann, davon keine Kenntnis zu haben, dann gilt die quasi wie nicht ausgesprochen und gilt ja quasi unendlich. In Natura wird es natürlich der Fall nie vorkommen. Also innerhalb dieser 14 Tage hat der Kunde das Recht, die Ware an den Händler zurückzusenden oder abholen zu lassen, gegen Erstattung des Kaufpreises. So, und jetzt kommen wir zu einer Sache, die mir sehr wichtig ist und die mir auch mächtig auf der Eier geht und wo ganz viele Händler drunter zu leiden haben, gerade im Bereich von Klamotten und bei technischen Geräten. Dies ist aber nun kein Freibrief, wahllos im Internet einzukaufen, Dinge 14 Tage zu gebrauchen und dann vom Widerrufsrecht Gebrauch zu machen. Das Widerrufsrecht räumt den Kunden die Möglichkeit ein, die gekaufte Ware zu Hause auf Funktionstüchtigkeit und Beschaffenheit zu überprüfen, und zwar so, wie es in einem normalen Ladengeschäft auch möglich wäre. Er hat alles zu unterlassen, über diese Prüfzwecke die Ware zu gebrauchen, wenn er von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen will und die Ware in dieser Zeit nicht so zu nutzen, als ob sie sein Eigentum ist. Tut er es dennoch, kann der Händler für die Wertminderung durch Gebrauch Schadenersatz vom Käufer fordern. Das sollte euch immer, immer klar sein. Das Widerrufsrecht dient nicht dazu, dass man die Sachen 14 Tage lang zu Hause benutzen kann und dann schickt man sie wieder zurück. Erstmal ist es eine Frage der Moral und der Ehre, dass man sowas nicht macht. Aber es gibt genug Leute oder ganz viele Leute, die das ausnutzen, die das Gesetz falsch verstehen. Es muss doch logisch sein, dass das so nicht funktioniert. Der Händler kriegt gebrauchte, minderwertige Ware zurück, hat dadurch teilweise erhebliche Wertverluste, kann also nur als Gebrauchtware verscherbeln und zahlt da drauf. Ja, ich weiß von Fällen aus dem Overclocker-Forum, dass die Leute da teilweise 10, 15 Grafikkarten bestellen, die alle durchtesten, welche sie am besten übertakten lässt, und die anderen gehen dann alle wieder zurück. Ja, das ist für mich schon, ja, schon fast, weiß ich nicht, wie ich das bezeichnen soll. Ja, also wie gesagt, wenn man sich die Ware holt, klar kann man so gucken, ob sie passt, ob die Farbe so ist. Auf den Bildern, das kann ja abweichen, ob die Größe alles stimmt. Aber ich kann nicht, habe ich schon gehabt, Zelt verkauft, nagelneu, original verpackt, für über 500 Euro. Und dann kam das Zelt zurück, also die Frage auf Rücknahme des Zeltes. Und zwar nach 3 Wochen,
Bei eBay bin ich ja Powerseller. Da biete ich eine freiwillige 4 Wochen Rücknahme oder eine 4 Wochen Widerrufsrecht, räume ich den Käufer ein, weil man dadurch ein paar Vorteile bei eBay hat. Nach 3 Wochen kam die Anfrage zurück, das Zelt gefällt von der Farbe nicht. Ja, da kannst du auch nichts zu sagen. Der hatte das Recht, ohne Angabe von Gründen von seinem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen, wenn er nur was schreibt oder nicht. Ne? Aber der Grund war schon sehr, sehr komisch. Angeblich nicht benutzt das Zelt. Ich frage mich, warum man dann 3 Wochen dafür braucht und nach 3 Wochen einen einfällt, dass die Farbe nicht gefällt. Ja, ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Das Zelt kam zurück, voller Sand, voller Dreck, teilweise Pflanzenteile dran. Also die haben das Zelt 3 Wochen lang benutzt und nach dem Urlaub wollten sie das mir wieder zurückgeben. Ja, könnt ihr euch vorstellen, dass der Käufer nicht den vollen Kaufpreis bekommen hat, sondern ich habe genau das als gebraucht wieder angeboten und habe genau die Differenz, was ich für dieses Gebrauchte bekommen habe, zwischen dem Neupreis, dem Kunden abgezogen. Da gab es natürlich ein riesen Getobe und Anwalt und Bildzeitung und ja, kennt man alle schon. Letztendlich ist nichts passiert. Also sowas ist natürlich in meinen Augen eine Riesenschweinerei und Betrug. Solltet immer dran denken, nicht jeder Händler ist ein großer Fisch und auch große Fische gehen irgendwann zugrunde, wenn viele das machen. Bedenkt immer, das ist nicht euer Eigentum. Wenn ihr vorhabt, das bloß auszuprobieren und dann wieder zurückzuschicken, geht möglichst pfleglich damit um. Da sind beide Seiten zufrieden. So, wo waren wir jetzt gewesen? Genau, er hat alles zu unterlassen, über diese Prüfzwecke die Ware zu gebrauchen, wenn er es von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen will und er die Ware in dieser Zeit nicht so zu nutzen, als ob sie sein Eigentum ist. Tut er es dennoch, kann der Händler für die Wertminderung durch Gebrauch Schadenersatz vom Käufer fordern. Läuft darin hinaus, dass er natürlich, wie ich das gemacht habe, den Wertverlust von dem Kaufpreis, von der Rückerstattung abzieht. So, schließlich hat er nun gebrauchte Ware zurückgehalten, die er nicht mehr zu dem Preis einer Neuware verkaufen kann. Der lokale Handel ist hier aber recht kundenfreundlich und in der Regel kann man auch hier seine unbenutzte Ware gegen Erstattung des Kaufbetrages in einem angemessenen Zeitraum, in der Regel 2 bis 4 Wochen, zurückgeben. Das ist eine reine Kulanzleistung des Händlers und es besteht hierauf kein Rechtsanspruch. Ihr müsst euch damit abfinden, wenn ihr das Geld nicht zurückerhaltet, sondern nur eine Gutschrift. Das ist völlig rechtens, da es kein Rückgaberecht gibt. Und wenn der Händler so kulant ist und die Ware bei Nichtgefallen zurücknimmt, dann tut er das freiwillig und ohne jeglichen Rechtsanspruch und hat dadurch auch das Recht, euch einen Gutschein statt Bargeld herauszugeben. Also nochmals, kurz zusammengefasst, habt ihr noch alle Murmeln im Kopf und habt keinen Vormund, dann ist der Kaufvertrag gültig. Dann kommt diese Geschichte mit dem Minderjährigen, das dürfte auf die wenigsten Zuschauer zutreffen. Und dann haben wir natürlich das Rückgaberecht gemäß Fernabsatzgesetz, wenn ihr bei einem Online-Händler Waren kauft. Ansonsten im lokalen Handel habt ihr kein Recht auf Rückgabe der Ware, aus welchen Gründen auch immer, es sei denn, es tritt der Gewährleistungsfall oder der Garantiefall ein, es hat aber damit nichts zu tun. Die Rücknahme im lokalen Handel gegen Erstattung des Kaufbetrages ist eine reine Kulanzleistung des Händlers und es besteht hierauf keinerlei Rechtsanspruch. Auf mögliche Konstellationen zwischen reinen Unternehmern möchte ich jetzt hier nicht weiter eingehen, da dieses Video für euch private Käufer und Verkäufer da draußen gemacht ist. Auf ein paar Dinge von Privat zu Privat möchte ich dennoch hinweisen, da diese sich teilweise unterscheiden von den Rechten bei einem Kauf bei einem Händler. Grundsätzlich gilt für alle, das ist egal, wer einem eine Sache verkauft, dass diese beworbene und beschriebene Eigenschaften besitzen muss und frei von Sach- und Rechtsmängeln sein muss. Es sei denn, die Ware wurde schon klar für den Kunden ersichtlich mit einem beschriebenen Mangel angeboten. Hier ist zum Beispiel typischerweise der Verkauf von sogenannten Ausstellern in Großelektronikmärkten oder auf wahrem Onlinehandel, die als B-Ware deklariert ist. Das können Waren sein, die nicht mehr original verpackt sind, wie der Hersteller sie für den Verkauf verpackt hat. Geringe Mängel wie Gebrauchsspuren, dass Teile oder Zubehör fehlt oder jeder andere denkbare Mangel. Wichtig für den Kunden ist, dass der Mangel klar erkennbar und eindeutig beschrieben vor dem Kauf ersichtbar sein muss. Ist er das nicht,
dann hat der Käufer die Rechte, die in einem Gewährleistungs- bzw. Garantiefall zustehen. Die Gewährleistung ist dann auf den oder die beschriebenen Mängel ausgeschlossen. Man kann also keinen preisgeminderten TV kaufen, der ein paar Kratzer hat, und später hingehen und dann das Gewährleistungsrecht oder die Herstellergarantie versuchen in Anspruch zu nehmen. Das sollte nicht funktionieren oder durfte nicht funktionieren. Ja. Das absichtliche Verschweigen eines Mangels kann durchaus den Straftatbestand der arglistigen Täuschung bis hin zum schweren Betrug beinhalten. Gerne werden gerade auf Online-Marktplätzen wie eBay.de die Formulierung verwendet, wie zum Beispiel lief bis zum Schluss oder lief bis zum Ausbau oder war vor wenigen Wochen noch in Ordnung. Von solchen Angeboten sollte man lieber die Finger lassen, es sei denn, man hat zu viel Geld. Wer ein ehrlicher Verkäufer ist und Gegenstände anzubieten hat, schreibt auch den Zustand und eventuelle Mängel in sein Angebot. Gerne liest man auch den Blödsinn wie nach neuem EU-Recht schließe ich jegliche Garantie und Gewährleistung aus. Oder man liest auch das, dies ist ein Privatverkauf, daher keine Garantie, Gewährleistung, Rücknahme oder Umtausch möglich. Mit diesen Floskeln möchten unwissende oder unseriöse Käufer sich einen Freibrief ausstellen. Gemeint ist nicht irgendein neues EU-Recht, sondern das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts aus 2002. Obwohl dieses Gesetz schon ein paar Jährchen auf die Buckel hat, liest man immer noch diesen EU-Rechtsblödsinn. Das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts sagt aus, dass auch private Verkäufer eine Gewährleistungspflicht gegenüber dem anderen Privatkunden haben. Wie schon zum Anfang ist der Ausschluss einer sachemangelfreien Gewährleistung bei Übergabe des Kaufgegenstandes nicht möglich. Ganz einfach gesagt, ein privater Käufer haftet auch für seine Ware, wenn er Mängel verschweigt. Gibt er diese an, können diese Mängel im Nachhinein nicht reklamiert werden, es sei denn, es stellt sich heraus, dass der oder die Mängel an der Kaufsache nicht richtig beschrieben wurden. Dann kommt der Verkäufer aber schon wieder in den Bereich der Täuschung oder gar arglistigen Täuschung bis hin zum Betrug. Oft wird auch in privaten Kaufverträgen, wie zum Beispiel einem gebrauchten Kfz im Kaufvertrag zu lesen sein, gekauft wie gesehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Verkäufer dem Käufer nun Schrott andrehen kann. Mängel müssen angegeben werden. Punkt. Verschweigt er Mängel, dann treten schon die mehrmals beschriebenen Rechte des Käufers ein, auch beim Kauf von Privat an Privat. Der Verkäufer muss nun nachbessern, Ersatz liefern oder es besteht das Recht auf Minderung des Kaufpreises oder rückgängig machen des Kaufvertrages. So, das war sicher eine Menge Input und ich fasse nochmal die Fakten als Fazit zusammen. Es gibt in Deutschland das Gewährleistungsrecht, das bei neuen Waren 24 Monate und bei gebrauchten Waren oder bei Kauf von Privat auf 12 Monate reduziert werden kann. Nach 6 Monaten tritt jedoch die Beweislastumkehr ein und ihr müsst im Falle des Falles beweisen, dass der Mangel an der Kaufsache schon bei Übergabe der Ware vorhanden oder zumindest versteckt angelegt war. Zu diesem versteckt angelegt möchte ich noch mal kurz was sagen, weil der eine oder andere vielleicht das nicht versteht. Und ich finde natürlich auch mein Feuerzeug nicht mehr. Mit Angel hier oben. Aus den Augen, aus den Sinn. Ja, die sogenannte Beweislastumkehr. Ich hatte es vorhin schon gesagt, wir haben recht, da ist es, das andere, mein schönes pinkes. Wir haben recht kulanten Handel. Ich selber habe es erst einmal machen müssen, dass ich es darauf angelegt habe als Verkäufer. In der Regel ist es so, dass das kein Händler, kein Verkäufer nach 6 Monaten sagt, ich glaube dir nicht, beweis mal, dass der Fehler schon vorhanden war. Oder dass der Mangel schon versteckt angelegt war. In der Regel muss man sich dann einen Fachgutachter besorgen, der eine Menge Geld kostet, die man sicherlich im Nachhinein im Rechtsstreit dann wieder vom Händler, vom Verkäufer sich zurückerstatten lassen kann, wenn es dann zu einem Gerichtsprozess kommt. Aber erstmal muss man dieses Geld halt in die Hand nehmen und die wenigsten haben das. Was ist ein Mangel, der schon versteckt angelegt war? Das bedeutet nichts weiter, dass das Gerät schon einen Defekt haben kann, kann elektronischer, auch mechanischer Natur sein und dass der Fehler sich sozusagen im Laufe der Zeit erweitert hat oder verschlechtert, verschlimmert hat, sodass es zu einem Ausfall, zu einem klar ersichtlichen Mangel kommt, zu einer Fehlfunktion. Kann zum Beispiel sein, ein Riss in der Leiterplatte oder ein kleiner Riss, eine Luftblase in einem Kunststoffgehäuse, was von außen nicht ersichtbar ist, aber dann durch mechanische Belastung, durch Tragen, durch Drücken, durch normalen Gebrauch dann offensichtlich wird,
Das sind dann halt solche Fehler, die von Anfang an schon versteckt angelegt waren. So, im Falle eines Mangels habt ihr das Recht auf Nachbesserung, also eine Regelreparatur oder Umtausch der Ware. Schlägt beides fehl, dann habt ihr das Recht auf Minderung des Kaufpreises oder Wandlung, also rückgängig machen des Kaufvertrages. Eine Garantie ist in der Regel immer ein freiwilliges Versprechen eines Herstellers oder Produzenten und berührt eure Gewährleistungsrechte in keinster Weise. Die Garantiebedingungen kann jeder Hersteller selber definieren und es lohnt sich, diese vor dem Kauf durchzulesen oder sich vorab darüber zu informieren. Es kann schon einen Unterschied machen, ob man einen Drucker von Dell und HP kauft, die nur ein Jahr Garantie geben, oder von einem anderen Hersteller, die vielleicht sogar 3 oder 5 Jahre Garantie geben. Die 50 Euro Mehrpreis sind dann für die 4 weiteren Jahre Garantie gut investiert. Ja, ich denke, ich habe all das gesagt, was wichtig ist. Wer jetzt, kann ich Licht ausmachen, wer jetzt nach diesem Video immer noch nicht den Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung kennt und in den Laden geht und seine Ware auf den Tisch knallt und sagt, ich habe das Recht auf Umtausch, ja, dem ist jetzt auch nicht mehr zu helfen. Ja. Fazit von der ganzen Videogeschichte, ich weiß gar nicht, wie lange das geht, ich denke mal eine halbe Stunde oder so, dieses Video. Für mich war es wichtig, euch zu helfen, euch als Konsument, als Kunde, als Käufer, euch eure Rechte aufzuzeigen, eure Position zu stärken, im Falle eines Mangels, einer Nichtfunktion, was auch immer der gekauften Ware, dass ihr euch gegenüber dem Hersteller, dem Händler, dem Verkäufer besser positionieren könnt, bessere Karten in der Hand habt, wenn ihr wisst, wie die Rechtslage ist, wie diese anzuwenden ist, wo die Pflichten des Verkäufers sind. Klar, wenn einer sich 100% schwer stellt, dann wird man wahrscheinlich rechtliche Schritte einleiten müssen. Kommt immer darauf an, wie groß der Wert ist, der mangelhaften Sache des Kaufgegenstandes. Denk mal, bis zu einer gewissen Summe wird man wahrscheinlich den Aufwand nicht betreiben. Bei einem Auto, wo der Hersteller, Verkäufer sich dann weigert, die Mängel zu beheben, wird man dann sicherlich schon einem Gerichtsprozess ins Auge fassen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wichtig ist einfach, dass man nicht lospolternd auf den Verkäufer oder Händler losgeht. Hat man schon mal ganz schlechte Karten, denn wenn man so viel man zugeht, dann kann man nicht erwarten, dass der einen offen und kulant behandelt. Dann wird er sich wirklich ganz strikt und ganz klar an seine Rechtsposition halten. Und dann kann es durchaus sein, dass die Reparatur länger dauert und dass zweimal repariert werden muss und dass der Umtausch sehr lange dauert. Sollte er selber überlegen, wie freundlich oder menschlich ihr in solchem Fall mit dem Verkäufer, mit dem Händler umgeht. Ein bisschen Fingerspitzengefühl, ein bisschen Freundlichkeit, ein bisschen Diplomatie führt sicherlich zum Erfolg, denn im wenigsten Fall bei gewerblichen Händlern, bei Privat sieht es ein bisschen anders aus, können was für die Fehlerhaftigkeit des Produktes, für den Mangel, der irgendwann auftritt, der steckt ja halt nicht drinne. Ja, das soll es dann gewesen sein. Ich werde euch zum Abschluss nochmal dann eine Grafik einblenden, wo nochmal ganz kurz Garantie, Gewährleistung und die für euch daraus resultierenden Rechte ganz klar ersichtlich sind. Wie gesagt, jetzt gleich im Anschluss. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ihr könnt noch gerne Fragen stellen, wenn ihr irgendwelche Konstellationen habt. Dann postet es einfach unter das Video. Ich werde euch die gerne beantworten. Ich bin natürlich kein Rechtsanwalt, aber nach fast 15 Jahren Händlertätigkeit denke ich mal doch, euch die ein oder andere Frage zur Garantie, Gewährleistung, Sachmangel, was auch immer, ausreichend und richtig beantworten zu können. Verbleibt mit den besten Grüßen aus Berlin und ich muss es ja nicht sagen. Rinnehauen!